Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video bei Kati Friends. Ich bin heute wieder mal mit Dario ausreiten, mit einem Knotenhalft und diesem Regenbogenzügel. Wir gehen gerade hier über so eine Brücke. Und die Sonne scheint dort oben halt extrem. Also bei uns ist richtig schönes Wetter. Und ich bin ja, also ich habe ja da mal ein Video mit Wanderritt mit Dario. Bin ich auch diese Strecke gegangen oder so eine ähnliche Strecke. Bei dem Video könnt ihr auch gern mal vorbeischauen. Aber wenn ich wüsste, wie Video verlinken geht, dann würde ich es euch in der Infobox verlinken. Aber I don't know, wie das geht. Also wenn das jemand weiß, könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, und meine Mutter ist dort vorne. Ja. Der Wind geht zwar etwas, aber gut, egal. Leute, voll schön. Guckt euch das an. Da sieht man einfach die Berge. Nicht mehr näher ranzoomen. Aber dort hinten sieht man die Berge. Ah, die sind trotzdem so. Die Berge sind sicher so 2-3 Stunden entfernt mit dem Auto. Aber von der Luftlinie sieht man es halt ab und zu mega schön. Also man sieht sie eh nicht jeden Tag, sondern nur manchmal, wenn das Wetter halt wirklich schön klar ist und so. Please talk to me. Show me how you really feel. Ein Stückchen im Wald. So Leute, wir sind jetzt schon mitten im Wald und da geht es ziemlich steil bergauf. Das ist ziemlich anstrengend. Muss ich mich ein bisschen nach vorne lassen, dass Dario da auch besser hochkommt über diesen steilen Weg. Und ja. Oh mein Gott, Leute. Ich und meine Mutter sind gerade quer durch den ganzen Wald gelaufen und wir hatten schon Angst, dass wir uns jetzt irgendwo verlaufen haben, weil es überall so viele Wege gab, so oben, unten, also rauf, runter, seitlich, also so ganz viele verschiedene Abzweigungen und so. Und ich hatte auch gerade echt ein bisschen Schiss, dass wir uns jetzt verlaufen haben,
Und meine Mutter hatte auch schon ein bisschen Zweifel und hat gesagt, ich soll nicht meinen ganzen Akku ausleeren, falls wir uns verlaufen haben, dass wir jemanden anrufen können oder so. Aber das Ding war halt auch, ich hatte nur also kein Internet. Aber zum Glück sind wir jetzt endlich hier da. Also zum Glück sind wir jetzt endlich bei der Straße hier. Und zum Glück hört jetzt endlich der Weg auf und jetzt kennen wir uns wieder aus. Also jetzt wissen wir wieder, wo wir sind. Aber das war gerade echt ein bisschen creepy. Ja, genau. Das war gerade echt ein bisschen gruselig. Und ja, aber hier ist jetzt zum Glück die Straße und diese eine Kapelle. Also jetzt kennen wir uns wieder aus. Und ja. Hier ist ein kleiner Sprung. Oh, oh mein Gott, jetzt wäre ich gerade fast umgeknickt. Weil dort ganz oben sind wir nämlich reingegangen. Also dort noch weiter drüben sind wir in den Wald reingegangen. Und jetzt sind wir hier, dup, 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 mega große Runde bis hierher gegangen. Also dort ganz hinten weit rüber, also von noch dort weit drüben. Also wir sind gerade mega eine lange Runde in den Wald gegangen. Und ja, zum Glück haben wir jetzt sozusagen unser Ziel wieder erreicht. Also ja, jetzt waren wir gerade ganz leicht in der Prärie, also in der Wildnis und wussten nicht mehr weiter. Aber gut. Ja, jetzt gehen wir dann nach Hause, weil jetzt kennen wir uns wieder aus. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei Kati Friends. Tschüss!